Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, man könnte fast, so es sich zynisch ging, sagen, da ist der Kelch nochmal an uns vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch ging, aber so Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche hatte ich noch so ein bisschen die Befürchtung, was ist eigentlich, wenn die Zahlen jetzt wieder sprunghaft auch hier bei uns im Landkreis, vor allen Dingen bei uns hier, Wildeshausen ansteigen und Infektionszahlen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mit ein wenig Verstörung und Befremden gehört, wie eine Frau im Radio berichtete, dass sie, als sie mit ihrer Tochter aus Gütersloh rausgefahren ist, in einen anderen Landkreis und dort einkaufen war, von Passanten übelst beschimpft worden ist, nur weil sie mit Gütersloher Kennzeichen durch die Gegend fuhr. Oder ein anderer, der davon erzählt, dass ein Fahrradfahrer anhielt und so Pistolen zeigen auf die Macht und abdrückte, wo ich mir denke, was ist eigentlich mit den Leuten los? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ist es die Freude darüber, dass es einen selbst nicht getroffen hat und die anderen schon? Oder womit fangen wir jetzt an? Ja, erst machen wir die großen Grenzen dicht, dann innerhalb unseres Landes die Grenzen zwischen den verschiedenen Bundesländern und jetzt auch noch zwischen den Landkreisen. So war das doch nicht gedacht. Sondern es sollte eben geguckt werden, dass dezentral wir das vielleicht besser im Griff haben als alles andere. Aber wenn wir jetzt wieder so plötzlich künstliche Mauern aufbauen, wo noch eigentlich gar keine sind, wo wir uns gegeneinander abschotten und froh vielleicht sind, dass wir jetzt Glück gehabt haben und eben nicht in dem fallenden Landkreis wohnen, sondern vielleicht daneben oder noch zwei weiter, was soll das? Wie sind wir Menschen eigentlich drauf, dass plötzlich wir so die Maske anscheinend der Kultur und der Zivilisiertheit fallen lassen und es wieder alle gegen alle geht. Oder die gegen uns oder umgekehrt. Umso schöner fand ich, dass mir am Telefon einer davon erzählte, was auch in diesen Tagen schon ein bisschen her jetzt passiert ist. Er hat mir davon auch ein Video geschickt. Ich weiß nicht, ob Sie und ihr gehört habt, es lag eine Zeit lang ein Kreuzfahrtschiff in Cuxhaven. Die Mein Schiff 3, die Besatzung dort, weil die Menschen, die dort drauf waren, mussten da bleiben, weil sie eigentlich eingesammelt worden sind von verschiedenen Schiffen. Und dann in ihre Heimat zurückkehren sollten, aber es eben auch dort Infektionsfälle gegeben hat. Und dann waren sie gut knapp 3000 Leute da in Quarantäne auf dem Schiff und es gab natürlich Spannungen, Frust, Ärger, dass es teilweise auch in den Gegenständen, die da rumstanden, in Bluten. Und zum Glück, wie ich sage, gab es neben anderer Betreuung auch einen Diakon, der dort in der Seemannssitzung gesehen hat, Mensch, diese Leute brauchen jetzt was, nämlich Schokolade. Und hat dann eine Mitarbeiterin im Auftrag gesagt, versuchen wir Geld zu organisieren, damit wir diesen Menschen Schokolade kaufen können. Und dann hat sie so ein Crowdfunding gemacht im Internet, hat 3000 Euro zusammengesammelt und hat für diese Menschen dort Schokolade gekauft. Und das Video, wo sie da am Schiff ankommen, mit einem Bulli entsprechend die Schokolade vorbeibringen, fast zu Tränen gerührt, weil die Menschen dort am Bord, sie mit einem Applaus, mit einer Herzlichkeit, mit einer Freude empfangen haben, als wenn es Helden oder Superstars oder sonst irgendwas gewesen wäre. Aber das zu erleben, dass da eben Menschen an Land sind, die ihnen wohlgesonnen sind, die ihnen was Gutes tun wollen, die für sie da sind, die mit ihnen gemeinsam durch diese schwere Zeit gehen, das hat so eine Begeisterung ausgelöst und löst bei mir so eine Begeisterung aus, dass ich das auch gerne an Sie und euch weitererzähle. So unterschiedliche Herangehensweisen an diese Krise. Auf der einen Seite Menschen, die sich versuchen abzuschotten und auf der anderen Seite Menschen, die sich danach fragen, was braucht der andere oder die andere jetzt? Was kann ich für ihn, sie oder für ihn tun? Wie kann ich für sie da sein und die durch die Krise helfen? Ich nehme an, dass ihr hier auch gelesen habt, dass im letzten Jahr über eine halbe Million Menschen großen Kirchen verlassen haben, sie anscheinend nicht mehr brauchen und nicht mehr für notwendig halten. Oder wenigstens nicht mehr dazu bereit sind, auch wenn sie vielleicht es anders sehen, für diese Solidargemeinschaft etwas Geld auszugeben. Damit sie die wichtige Arbeit, die ich finde, die wir tun, nämlich auch so der Kitt in unserer Gesellschaft zu sein, das, was die Menschen verbindet, auf das Gute zu schauen und immer wieder zu versuchen, was wir gerade ja auch schon in der Epistellesung gehört haben, nämlich das Böse mit Gut zu überwinden. Dieses so
sozusagen voranzutreiben in unserer Gemeinschaft. Aber die Zeiten sind so, obwohl ich glaube, dass wir notwendiger sind denn je. Nicht nur, weil wir hier gemeinsam unseren Glauben feiern können, sondern weil wir auch so viele gute Dinge tun, die für diese Gesellschaft so wichtig sind. Und ich glaube, dass einige sich doch sehr umschauen würden, wenn die Arbeit, wenn wir von heute auf morgen die Arbeit unserer großen Kirchen von Eickhoff und anderen einstellen würden. Ist jedenfalls meine Vermutung. Ich brauche so gute Worte, wie wir sie gerade von Paulus gehört haben im Römerbrief. Ich brauche das, dass mir jemand von außen mal wieder auf Mut zuspricht, mich daran erinnert, wovon ich getragen und gehalten bin. Wir haben es ja gerade gehört, ich wollte mal, weil es einfach so tolle Sätze sind, so ein paar mal nachklingen lassen. Vergelte nicht Böses mit Bösem. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Pardon, lass dich nicht vom, ich bin so ein Luthertext, Mensch. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Ich habe gerade diesen letzten Satz immer wieder ja auch von meinen Kommanden zugesprochen, als Konfirmationsspruch. Gute Ratschläge, die ich finde, die Paulus da der Gemeinde in Rom gibt, die er noch gar nicht kennt, jedenfalls nicht persönlich kennt. Er schreibt ja den Römerbrief an die Gemeinde in Rom, ich würde mal sagen, so quasi als Empfehlungsschreiben für sich selbst, weil er die Gemeinde dort besuchen will und von dort aus weiter Missionen in Europa betreiben will, vor allem wahrscheinlich in Spanien. Was dazu nicht gekommen ist, ist nochmal ein anderes Thema, aber er schreibt ganz viele wichtige Sätze für diese Gemeinde auf, die ja auch in so einem Schmelztiegel der Kulturen lebt, wo verschiedene Menschen aufeinandertreffen, wo dann auch noch der Kaiser steht und erwartet, dass man ihn anbetet und wo dann Christinnen und Christen darauf so reagieren, dass sie sagen, nein, wir können nur Gott anbeten, aber keinen Menschen. Wir können nicht vor ihm widerfahren. Das macht natürlich Suspekt und ist auch teilweise der Grund dafür, dass sie den Unmut auf der Machthabenden auf sich gezogen haben. Und dieses Wirrwarr sozusagen hinein spricht Paulus gute Worte. Wie kann man eigentlich trotzdem versuchen, hier zu leben? Wie kann man Menschen von der eigenen Lebensführung überzeugen? Wie kann man ihnen zeigen, was es heißt, als Christ oder als Christin zu leben? Gerade auch vielleicht im Gegensatz zu dem, was andere sagen, denken und meinen. Fast schon ein wenig prophetisch spricht er hier, eben das Böse nicht mit Bösen zu besiegen, sondern mit dem Guten. Denn einige Jahre nachdem er nach Rom gekommen ist, wissen vielleicht die einen oder anderen von ihnen, ist ja der Rom gebrannt unter Kaiser Nero und die Christen wurden dafür verantwortlich gemacht und die erste große organisierte Christenverfolgung fand statt. Und dieses ganze Konglomerat, wie schafft Paulus es da reinzusprechen, der doch selber auch erlebt hat, wie Menschen ihn verfolgt haben, der gesteinigt worden ist, das überlebt hat, der ins Gefängnis geworfen ist, der üble Nachrede ertragen musste, der teilweise in den Gemeinden, in der eigenen Gemeinde das Gefühl hatte, von anderen Menschen hintergangen zu werden oder ähnliches. Wie schafft er es, solche Sätze zu sagen? Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Wie kriegt er das hin? Wie kann er nicht frustriert sein oder abwinken oder selber irgendwann diese Rachegelüste spüren oder ähnliches? Wie kriegt er das hin? Es ist in einem kleinen Ding versteckt hier in dem Text. Dort heißt es, nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Man könnte auch sagen, nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Und zwar nicht von Paulus, gibt das sicherlich auch, sondern von Gott, geliebt. Weil Paulus sich von Gott geliebt weiß, weil Paulus sich von Gott getragen weiß, weil Paulus sich von Gott bejaht weiß, deswegen kann er das tun. Weil er selbst aus der Liebe heraus lebt, weil er sich selbst getragen und geborgen fühlt, kann er Liebe an andere weitergeben und möchte eben nicht Böses mit Bösem bekämpfen, sondern das Böse durch das Gute überwinden. Er ist getragen und gehalten von Gott und aus der Grundhaltung zum Leben heraus kann er neu auf Menschen zugehen, immer wieder, auch wenn sie ihm keine freundlichen Dinge antun.
einem Schnellrestaurant eine Suppe. Draußen stehen mehrere Stehtische und stellt sich an einen Stehtisch und hat noch einen Löffel vergessen, geht nochmal zurück und holt sich den Löffel. Und wenn sie, als sie an ihren Tisch zurückkommt, da steht da ein dunkelhaariger Mann. Sie denkt sofort, ein typisch Ausländer. Und der fängt an, ihre Suppe zu löffeln. Und sie ist total verärgert, stellt sich daneben und sagt kein Wort, aber fängt auch an, die Suppe zu löffeln. Der Mann lächelt etwas irritiert, aber ist trotzdem vorsichtig weiter. Und sie mit energischen Bewegungen, richtig verärgert. Was fällt dir eigentlich ein? Meine Suppe, das ist meine Suppe. Als die beiden aufgegessen haben, geht er nochmal schnell Restaurant zurück und besorgt einen Kaffee für beide. Und sie denkt sich, naja, ist ja doch ganz nett. Ja, und als sie ihn ausgetrunken haben, lächelt er und verabschiedet sich und geht. Und die Frau will auch gehen, greift unter den Tisch und ihre Tasche ist weg. Hab ich's noch gewusst? Doch in einer Lücke. Ja, und mit wutrotem Kopf dreht sie sich um, ob sie noch irgendwo sieht. Und sieht am Nachbartisch ihre Tasche hängen. Und einen Teller mit Suppe, der mittlerweile kalt geworden ist. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Ich hoffe, dass es auch in den kommenden Konfirmationsjahrgängen immer wieder ein Wort bleibt, was junge Menschen sich zusprechen lassen. Ich hoffe aber auch, dass wir Menschen immer wieder versuchen, das umzusetzen. Nicht nur in den großen Gesten, sondern vor allem auch im Kleinen. Da, wo wir sind, mit dem, was wir können. Und auch diese kleinen Schritte werden das Angesicht der Erde verändern. Lasst uns dafür sorgen, dass das Angesicht der Erde ein christlicheres und damit menschlicheres ist und bleibt.